Hi und herzlich willkommen. Heute habe ich diesen coolen Fotorucksack, den ich euch vorstellen möchte. Den kannst du natürlich auch für was anderes benutzen. Du kannst die Trennwände daraus machen, in Urlaub fahren, deine Schuhe reintun, deine Unterwäsche, völlig egal. Was hier alles reinpasst, das möchte ich dir heute zeigen. Ich wünsche dir viel Spaß. Link natürlich in der Videobeschreibung. Das hier ist die 25 Liter Version. Das ist aktuell die größte von den verfügbaren. Es gibt auch noch eine 20 Liter Version. Die findest du natürlich ebenfalls als Link unter diesem Video. Und jetzt viel Spaß. Das hier ist der vollgepackte Rucksack von vorne. Das Material ist wasser- als auch schmutzabweisend. Also sehr gut auch für längere Reisen oder an Reisen an tropische Orte. Dann haben wir hier einmal diesen Drehverschluss. Ziemlich nice. Damit kann ich quasi oben den Rucksack aufmachen. Das ist eine sehr coole Technik, weil es kommt nicht einfach jeder an diesen Rucksack dran, weil er hier erst drehen muss. Klar, er könnte daran drehen, aber sei es drum. Dann haben wir hier oben einmal, das aufmache, ein Compartment. Dieses Compartment hier ist quasi schon das Innere des Rucksacks. Hier könnte ich zum Beispiel ein Objektiv reintun, was ich mal schnell greifen möchte. Oder zum Beispiel auch eine Kamera, aber dazu mehr. Finde ich ganz cool hier oben, weil es einfach sehr viel extra Platz gibt. Hier eine große Tasche, an der Seite sogar zwei. Also hier würde zum Beispiel ein Stativ reinpassen. Das kann ich dann hier dran klemmen. Hier kann natürlich auch eine Flasche Wasser drin sein. Ich habe hier dieses elastische Band an der Seite dran. Und hier in die Innentasche könnte ich zum Beispiel Akkus reintun oder ein Smartphone. Hier passt sogar ein iPad Mini rein oder eben irgendwas anderes, Visitenkarten oder sonstiges. Sehr schlicht von vorne gehalten, VSGO Design. Hier an der Seite ebenfalls Platz, um zum Beispiel ein Stativ zu befestigen. Ebenfalls eine sehr große, schöne Tasche hier mit dem elastischen Band, ideal zum Beispiel für Wasserflaschen. Und nochmal an der Seite, hier habe ich Zugang zum Inneren des Rucksacks. Warum die Objektive da jetzt so rumliegen, zeige ich euch gleich. Und auf der Unterseite haben wir hier zweimal diese Hartplastikschienen. Die sind natürlich super, wenn wir den Rucksack irgendwo abstellen, wenn der Boden mal uneben ist oder sehr dreckig ist. Und wir haben dann trotzdem einen gewissen Abstand zum Rucksack selber. Hier unten auch ein sehr festes Material, sehr schön verarbeitet. Ich habe den Rucksack jetzt schon seit knapp 2 Wochen trage ihn täglich mit mir rum. Ich habe hier diese Luftkanäle, sehr gut. Ich kann den Rucksack auch so tragen oder auf irgendeiner Schiene befestigen, beziehungsweise einem Koffer. Da würde jetzt wahrscheinlich das so fehlen, dass er quasi auf diese Mittelsäule vom Koffer drauf passt. Aber sehr gut gepolstert, auch für längere Spaziergänge zum Beispiel. Den gibt es jetzt in 20 Litern, 25 Liter ist der hier und dann gibt es noch eine kleinere Version. Dann gibt es auch noch so Seitentaschen von VSGO, auch sehr schön. Machen wir mal auf, denn da geht es ja jetzt wirklich darum, lohnt sich so ein großer Rucksack? Also zum einen, hier das Material ist gepolstert. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel ein Notebook oder Tablet hier drin hast, hast du nochmal einen Extraschutz. Ich zeige dir das jetzt mal. Ich habe hier zum Beispiel einen Notizblock drin und ein iPad. Das hier oben ist übrigens mega nice. Das ist magnetisch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dran ziehe, geht das nicht auf. Wenn ich den Rucksack zum Beispiel auf einen Tisch lege und ich öffne dieses Hinterteil, dann kann es bei vielen Rucksäcken vorkommen, dass das Notebook rausfällt. Ich kann hier ziehen dran, wie ich möchte, aber hier gibt es einen ganz einfachen Mechanismus. Ich muss nur so machen und das hält dann magnetisch und ist hier trotzdem eingehakt. MacBook Pro 14 Zoll, kein Problem. MacBook Pro 16 Zoll, kein Problem. MacBook Pro 16 Zoll und 14 Zoll, kein Problem. Wenn ich das jetzt zumache hier oben, passt trotzdem noch. Also krass viel Platz hier hinten drin. Riesengroße Taschen, Speicherkarten, Visitenkarten, Smartphone, Stifte, was weiß ich, was hier alles reinpasst. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal die Kappe von meiner Kamera, hier eine Schiene für die Insta360. Dann kann ich das hier wieder verstauen. Hier passt wirklich sehr, sehr viel rein. Hier oben ist ein kleineres Fach. Da würde ich jetzt zum Beispiel eine Festplatte reintun. Ich habe hier auch eine Festplatte drin. Das hier ist eine Lacy Rugged 5 Terabyte mit einem sehr langen Kabel. Ich kann natürlich auch Speicherkarten hier oben reintun. Und jetzt kommen wir zum besonderen Part. Denn diese Tasche hier hat ebenfalls Platz auf der Rückseite. Ich habe hier oben einmal einen Filter drin und zum Beispiel ein Kabel.
Das bedeutet, wenn ich den Rucksack aufmache, dann ist ja erstmal alles geschützt dank dieses Reißverschlusses hier. Das heißt, das Zeug kann nicht rausfallen. Und jetzt haben wir hier wirklich sehr viele Sachen drin, einfach um euch zu demonstrieren, was alles in diesen Rucksack reinpasst. Ja, ich habe fast alles aus meinem Schrank geholt, was ich besitze an Objektiven. Das hier sind alles Trennwände, die kann ich mir zusammenstellen, wie ich möchte. Ich habe übrigens noch eine extra Trennwand in der Größe, die liegt jetzt woanders, weil das schon meine Zusammenstellung ist, wie ich es gern habe. Ich habe einfach nur mehr reingepackt, so viel nehme ich normalerweise nicht mit. Aber um zu demonstrieren, was alles reinpasst, fangen wir direkt mal an. Das hier ist zum Beispiel ein 24 mm von Canon. Das hier ist zum Beispiel ein 100 mm von Canon. 70 bis 200 mm von Canon, das war gerade stehend da drin. 135 mm von Sony. 50 mm von Sony. 85 mm von Canon. 14 mm von Sony. Canon EOS R3. Sony 70 bis 300 mm. Eine USB-C Powerbank mit Power Delivery zum Aufladen meiner Kameras. Oropax, falls es mal laut wird, zum Beispiel auf einem Festival. Ein USB-C Netzstecker, der auf keinen Fall fehlen kann, mit 3x Power Delivery USB-C Port. Das hier ganz wichtig, um den Staub auf dem Kamerasensor zu entfernen. Übrigens saugt der die Luft hier von der Seite ein und nicht von hier vorne und filtert sie nochmal dadurch. Damit puste ich nicht den Staub, den ich von hier einsauge, auf den Kamerasensor, sondern die Luft wird hier nochmal gefiltert. Und ich hatte hier noch eine Schiene drin für meine Sony Alpha 7 IV, mit der ich gerade übrigens filme, die normalerweise auch hier drin Platz hat. Und du siehst, hier passt wirklich so viel rein. Diese Wände hier drin kann ich individuell nochmal anpassen. Ich habe auf der Innenseite übrigens noch mehr Staufächer, um zum Beispiel Speicherkarten reinzutun. Aber hier würde ich wahrscheinlich eher Visitenkarten reintun. Auf der Seite habe ich das nicht. Ich nehme jetzt mal diese Trennwand hier raus. Die kann ich mir zum Beispiel auch hier reintun. Und wenn ich jetzt von draußen direkten Zugang haben möchte zur Kamera, kann ich jetzt hier die Kamera reintun. Ich könnte jetzt zum Beispiel diese Trennwand auch noch hier dran machen und da dran. Oder nehme mir die hier quasi weg und hätte jetzt hier noch Platz zum Beispiel für ein Objektiv, was ich direkt von draußen greifen möchte. Hier oben tue ich übrigens meistens mein Zubehör rein, wie zum Beispiel den Sony Profoto A10, die Insta360 Ace Pro oder auch meine Powerbank, um mein Notebook zu betreiben und gleichzeitig meine Kameras aufzuladen mit USB-C und Power Delivery 250 Watt. Wenn es zu schwer werden sollte, dann gibt es noch Hüftpolster, die du dran machen kannst, inklusive Verschluss an der Vorderseite. Das heißt, die kann ich hier vorne dran machen. Dadurch ist das Gewicht deutlich besser verteilt an den Hüften als auch an den Schultern und du kannst wesentlich länger mehr mit dir rumtragen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Falls du noch Fragen oder Anregungen hast, dann gerne als Kommentar unter dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank und bis ganz bald. Ciao, ciao.